Ein VIP-Service der Bahn für die Regierung? Ständig zu spät und das WLAN geht nicht? So kennen wir die Deutsche Bahn. Aber ist das für alle so? Der Spiegel hat herausgefunden, dass es eine interne Richtlinie gibt, die dafür sorgt, dass exponierte Personen des öffentlichen Lebens eine bessere Zeit im ICE haben als alle anderen. Und wer profitiert vom VIP-Service? Unter anderem wichtige Leute aus der Politik. Wenn bei der Buchung bekannt wird, dass zum Beispiel ein Regierungsmitglied im Zug sein wird, soll das Bahnsystem Alarm schlagen. Alarm! Es soll dann penibel auf einen sauberen Zug und eine funktionierende Klimaanlage geachtet werden. Und angeblich haben diese Züge dann auch Vorfahrt. Andere Züge müssten warten. Die Bahn rechtfertigt das mit einem besonderen Sicherheitsbedürfnis. Abschaffen will die Regel jetzt ausgerechnet ein Politiker. Grünen-Abgeordneter und Bahnaufsichtsrat Stefan Gelbhaar sagt, das ist schlicht nicht vermittelbar. Es kann also sein, dass bald auch Spitzenpolitiker öfters mal zu spät kommen.